Sollen wir mal zu Tessa gehen? Ich glaube, Tessa ist ein bisschen nervös. Und noch weiß Tessa gar nicht, was mit ihr geplant ist. Tessa, was ist los? Bei Tessa habe ich noch ganz oft das Gefühl, dass sie sich nur über ihre Haare definiert. Sie muss unbedingt lernen, dass sie mehr ist als ihre schönen Haare. Wir wollen niemanden vorführen und schon erst recht dich nicht und sowieso alle anderen auch nicht. Also da kann ich dich wirklich beruhigen. Lass dich drauf ein, hör zu, was sie dir vorschlagen und lass es ein bisschen passieren. Auf einem Poster im Salon hatte Tessa eine Rothaarige mit Kurzhaarschnitt entdeckt. Mit ihrem Umstyling hatte das nichts zu tun. Doch an diesem Tag reichen selbst Kleinigkeiten für ein großes Drama. Die Nerven liegen blank. Ja, meine Haare sind zu lang, wenn die jetzt kurz sein sollen. Beruhigt sich Tessa wieder oder bricht sie jetzt alles ab?